Setan, 3-1 in deinem ersten Testspiel für den SVW in Wiesbaden. Wie war es heute? Also für mich war das ein guter Einstand, dass ich für mein erstes Spiel direkt einen Sieg eingefahren habe. War eine harte Woche für uns. War eine intensive Woche auf jeden Fall. Und ich bin glücklich, dass wir als Mannschaft geschafft haben, kompakt zu stehen, was der Trainer unbedingt wollte. Was wir halt gegen Paderborn nicht als Mannschaft geschafft haben, viel zu coachen. Und darum bin ich umso mehr glücklich, dass wir auch noch 3-1 den Sieg nach Hause eingefahren haben. Du bist ja seit 3 Tagen im Verein. Wie sind deine Eindrücke bislang von Mannschaft, Trainingsgelände und dem ganzen Drumherum? Also mir wurde vieles versprochen und genau das wurde auch bis jetzt immer eingehalten. Die Mannschaft ist super, die Jungs haben mich auch super eingenommen. 2, 3 Jungs kenne ich schon von 60 früher. Den Trainer kannte ich ja auch im Frühling. Darum alles bis jetzt sehr zufrieden. Insgesamt ist es so, dass du für einen Spieler, der sein erstes Spiel gemacht hat, zumindest in der ersten Halbzeit relativ laut warst. Ist das so deine Art, dass du schon, sagen wir mal, auch so früh dann schon versuchst, Akzente zu setzen? Also ich bin einer, der jetzt nicht so ein schüchterner Junge ist, der gerne da mal agiert. Ist mein Job als Verteidiger. Ja, so wird das auch in der Zukunft sein, dass ich auch von hinten viel rede, die Jungs auch unterstütze. Dafür bin ich auch da, um hier meine Spielpraxis zu sammeln und für die Jungs da zu sein, die uns zu unterstützen. Und ich hoffe mal auf eine erfolgreiche Saison. Dabei viel Glück. Dankeschön.